Ich rede mich wieder um Kopf und Kragen. Ne? Das steht dann irgendwie morgen bei Facebook, steht wieder irgendwelcher Blödsinn. Egal. Holger Altmaier. Genau. Nein, ich spreche es nicht aus. So. Unseriös wie immer. Nein. Unseriös wie immer. Alfonso nickt schon. Genau. Er hat gesagt, wir sollen Erfahrung. Das eine seriöse Kundgebung ist das und keine... Ja, und deswegen habe ich mir auch meine Stoffhose angezogen und nicht das Mini-Kleidchen. So wie ganz so. Genau. Obwohl, das hätten, glaube ich, gerade die Damen hier im Publikum gerne gesehen, wenn du im Mini-Kleidchen mit 12 cm Absatz umgerannt wärst, oder? Ja, so wie sonst zu Hause. Ja, das Parkett sieht aus. Egal. Gut, wir kommen zu einer Gruppe, zu einem Verein, die hier in Berlin, also der hier in Berlin einfach wichtig ist. Weil ohne diesen Verein gäbe es den CSD nicht. Und es kommen zwei Damen aus dem wirklich, also zwei, wie haben Sie gesagt, zwei Power-Damen aus dem Power-Vorstand. Bestehend aus drei Lesben, einer Eigenzitat, Polit-Tunte und einem guten Mann. Das mit dem guten Mann, das müsst ihr mir nachher nochmal erklären, was ein guter Mann ist. Von daher machen wir die Bühne einfach frei, was wir nicht lange rumreden. Hier sind für euch Angela und Monique vom CSD Berlin e.V. Mit Fahne. Monique ist nur die Fahnenträgerin. War der Quotenmann, nicht der... Ah, der Quotenmann, entschuldige. Also wir haben einen weißen Cis-Quotenschwulen dabei. Eine Polizhunde und drei Lesben. Das habe ich gesagt. Gut sind wir alle. Also Monique hilft mir, die Fahne hochzuhalten und assistiert ein bisschen. Ich spreche dann mal. Meine Lieben, es gibt 77 Länder, in denen wir als queere Menschen verfolgt, eingesperrt oder gar getötet werden, nur weil wir so sind, wie wir sind. Nur weil wir lieben, wen wir lieben. Deutschland ist glücklicherweise keines dieser Länder. Es geht den meisten von uns verhältnismäßig gut hier. Brauchen wir in Deutschland, in Berlin im Jahr 2015 wirklich noch Veranstaltungen wie einen CSD oder eine Kundgebung zum Eiderhot wie heute? Müssen wir im Jahr 2015 wirklich noch auf die Straße gehen? Ja, wir müssen. Das Motto des CSD 2015 ist eine Vision. Wir sind alle anders, wir sind alle gleich. Die Realität sieht anders aus, auch in Deutschland. Weder vor dem Gesetz, noch in der Gesamtgesellschaft, noch in der eigenen Community sind wir wirklich alle gleich. Gleich im Sinne von gleichermaßen sichtbar, gleichberechtigt, gleichermaßen gehört. Wir werden beschimpft, gemobbt und sind gewaltsamen Übergriffen ausgesetzt. Auch in Deutschland finden immer noch Diskriminierung und Ausgrenzung statt. Sogar innerhalb unserer Communities. Wir sind nicht gleich. Solange das Bauchgefühl einer Kanzlerin immer noch stur zwischen uns und der vollständigen Gleichstellung steht. Wir sind nicht gleich, solange gleiche Rechte noch immer mühsam vor dem Bundesverfassungsgericht erkämpft werden müssen. Wir sind nicht gleich, solange Prominente in Fernseh-Talkshows reaktionäre Weltbilder predigen und Misstrauen säen. Und wir sind nicht gleich, solange Menschen gegen Aufklärung und gegen sexuelle Selbstbestimmung auf die Straße gehen und jede Art von Anderssein als Bedrohung empfunden wird. In der Rangliste der LSBTI-freundlichen Länder in Europa ist Deutschland kürzlich auf Platz 14 abgerutscht. Sowohl die fehlende Gleichberechtigung in unserem Land als auch die Missachtung unserer Menschenrechte weltweit sind existenzielle Gründe, auf die Straße zu gehen und unsere Solidarität zu zeigen. Füreinander und für all jene, die dieses Recht nicht wahrnehmen können. Wir brauchen all dies, Demos, Kundgebungen, Kiss-ins, Mahnwachen, öffentliche Coming-outs, genauso wie das unermüdliche Engagement vieler unterschiedlicher Projekte und Initiativen. Und wir brauchen auch untereinander den Dialog und die Zusammenarbeit, um voneinander zu lernen und uns gegenseitig zu stärken.
Darum ist es großartig, dass heute so viele unterschiedliche Gruppen und Menschen hier zusammengekommen sind. Eine der Hauptforderungen des CSD 2015 ist Vielfalt sichtbar machen, Vielfalt wertschätzen. Wir alle gehören vielen unterschiedlichen Gruppen gleichzeitig an. Wir alle können in mehreren Bereichen diskriminiert werden und gleichzeitig in anderen privilegiert sein. Wir müssen unsere eigenen Rollen reflektieren. Homophobie, Rassismus, Sexismus, Antisemitismus, Transfeindlichkeit, Interfeindlichkeit, Bi-Feindlichkeit und Lesbenfeindlichkeit. Diskriminierungen aufgrund von Alter, Serostatus, Behinderungen, religiösen oder politischen Weltanschauungen, Aussehen, sozialem Status oder aus anderen Gründen können uns alle betreffen. Mal als Opfer, mal als Täterin. Diese Diskussion darf kein Tabu sein, auch nicht innerhalb unserer Szenen. Es ist wichtig, dass wir gemeinsam Gesicht zeigen, dass wir zusammenarbeiten und dass wir den Dialog suchen, denn wir alle brauchen einander. Also ja, wir müssen auf die Straße gehen. Und zwar gemeinsam mit all unseren Unterschiedlichkeiten und trotz unserer Vorurteile, auch der, die wir gegeneinander hegen. Wir sind alle anders, wir sind alle gleich. Und zwar ist eine Forderung, eine Vision und ein Ziel, auf das wir nur gemeinsam hinarbeiten können. Wir brauchen uns hier und heute beim Eiderhot, wir brauchen uns am 26. Juni beim Dyke March und wir brauchen uns am 27. Juni beim CSD. Ob am Kudamm oder in Kreuzberg, wo immer ihr euch zu Hause fühlt, geht auf die Straße und macht euren CSD, macht ihn kämpferisch und liebevoll und bunt. CSD ist unser Aufbegehren für gleiche Rechte, für Anerkennung, für Sichtbarkeit und für einen selbstverständlichen Raum in der Gesellschaft. Zeigen wir Gesicht, zeigen wir unsere Vielfalt und verbreiten wir unsere Lebensfreude. Kommt am 27. Juni um 12 Uhr zum Kudamm, egal wie. Ob mit großem oder kleinem Wagen, mit Trommel oder transparent, mit Flagge oder Fummel, laut oder leise, ob vorne, hinten, oben, unten oder mittendrin. Wir laden euch ein, den CSD 2015 zu einer großen, vielfältigen und politischen Demo zu machen. Verschafft euren Forderungen Gehör, zeigt Gesicht und seid dabei. Zeigt euch und macht euch sichtbar im Sinne von Queer Nation. Wir sind hier, wir sind queer, gewöhnt euch dran. We're here, we're queer, get used to us. Wir lieben euch. Danke fürs Zuhören. Dankeschön an den CSD Berlin e.V. Dankeschön Angela an Angela Monique. Und Monique. Dankeschön fürs Fahne hochhalten. Ja. Und dankeschön, dass wir jetzt einen so wahnsinnig weiblichen Vorstand haben. Das finde ich sehr schön. Es ist leider so, wenn man so mit den CSD-Vereinen sich in Deutschland unterhält, bei den meisten herrscht akuter Frauenmangel, was sehr, sehr schade ist. Und deswegen finde ich es hervorragend, dass ausgerechnet hier in Berlin, in der Hauptstadt, ein betont weiblicher Vorstand ist. Das finde ich toll. Das finde ich sehr schön. Dankeschön an die beiden.